Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch allen. Heute ist mal ein bisschen ein anderes Video, wie ihr wahrscheinlich schon beim Titel gelesen habt. Ein Auto wird uns verlassen und zwar unser 718 GT4. Oh, dein Bobbycar. Das Bobbycar kommt weg. Oh. Ja, das Bobbycar verlässt uns jetzt. Viele werden sich jetzt fragen, warum? Aber echt. Das ist eine gute Frage, ne? Warum? Ja. Warum eigentlich? Why? Also, wir lieben das Auto ist auch mega cool, aber unser GT3 kommt jetzt bald, unser GT4 RS kommt jetzt bald und wenn jemand den Automarkt aktuell im Blick hat, weiß man, dass die Preise überall sehr gut sind und wir müssen jetzt so langsam auch drüber nachdenken, platzmäßig, wie wir das alles mit den Autos machen und da hat es Sinn ergeben zu sagen, komm, der GT4, der kann gehen. Wir hatten ihn jetzt ein bisschen 30.000 Kilometer etwa gefahren, also wirklich gut benutzt, jeden Tag, gar keine Probleme mit dem Auto. Und deswegen haben wir uns entschieden, den GT4 zu verkaufen. Das heißt nicht, dass kein Ersatz für dieses Auto kommt. Da kommt höchstwahrscheinlich sogar was. Aber ja, jetzt erstmal ist es Bye-Bye an den GT4. Aber wie gesagt, wir brauchen Platz. Du weißt ja, was alles noch an Autos kommt. Es sieht zwar jetzt leer aus, aber... Ja. Es dauert nicht mehr lange, dann ist es hier sehr Platz, voll. Platz wird echt knapp werden. Ja. Vielleicht fällt euch auch ein bisschen was auf mit dem Licht. Dass wir auf einmal hier gutes Licht haben. Komisch, in der Halle, ne? Ist ganz komisch. Aber dazu kommt noch mehr. Ja. Aber kleine Bestandsaufnahme sozusagen zu dem Auto. Okay. Wie gesagt, wurde verkauft an einen guten Freund von uns, Mr. Mobilista. Der hat das Auto genommen. Der mag das immer ganz gerne, unsere Autos zu kaufen. Ja, das stimmt. Deswegen hat er den jetzt dann genommen und deswegen hat das alles perfekt gepasst. Aber ja, Auto ist logischerweise voll mit X-Pel Stealth PPF mit einer schönen Schicht Crytex Ceramic Coating. Das Auto steht aktuell noch auf Winterreifen. Die Sommerreifen sind hinten im Frank drin. Die kommen natürlich auch noch weg. Dann haben wir hinten auf dem Spoiler haben wir das wunderschöne Hashtag Save the Manual. Das finde ich auch übrigens, sorry für den ganzen Staub, es ist Pollen-Season. Die Pollen kommen auch jetzt. Der Boden ist noch ein bisschen dreckig, aber... Ist so ein bisschen dreckig, aber der ist auch sehr bald sauber. Ja. Hashtag Save the Manual bleibt natürlich drauf. Hinten der Porsche-Schriftzug ist auch rot. Das GT4 bei den Lufteinlässen hinten ist auch rot. Ich muss sagen, das hier finde ich echt super schön. Ist ein mega Detail. Also dieses kleine Detail ist echt wirklich gut gelungen. Vor allem wie Elite Wrap das hinbekommen hat, dass das jetzt über ein Jahr... Immer beim Waschen, egal automatische Wäsche oder beim Selbstwaschen, dass die Folie hier nicht abgegangen ist. Ja. Das ist ja nicht lackiert oder so. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall bei unserem 992 GT3 machen. Können wir kurz ein Bild einblenden? Bald ist es soweit, bald kommen wir ihn ab. Das Auto hat natürlich auch eine volle Grail-Anlage. Klingt mega. Also vom Sound wirklich ein richtiges Träumchen. Aber da wir heute Ciao sagen von dem Auto, werde ich gleich, Patrick muss dann leider schon los. Yep. Ich muss davor noch was Kurzes erledigen. Den GT4 ausräumen, richtig Tschüss sagen und dann begeben wir uns, für uns gesehen, morgen früh auf eine Tour mit dem Auto, bis wir Mobilista treffen, den lieben Alex. Da geben wir das Auto ab. Aber, Patrick, es wäre nicht Saturn Crew, ne? Würden wir ein Auto abgeben und das war's. Okay. Wir holen morgen noch ein Auto ab. Ah, ein neues Auto, von dem keiner von euch irgendwas weiß. Das stimmt, na klar. Das war jetzt auch schon ein bisschen länger in the works, aber das Auto holen wir morgen ab. Wird ziemlich cool, das heißt, ein Auto geht, ein Auto kommt. Ja. Was natürlich immer sehr, sehr geil ist. Und wir fahren nachher dann das letzte Stück zusammen. Also, viel Spaß beim Carporn. Wir sehen uns gleich. Also meine Lieben, jetzt wird es ein bisschen traurig. Das wird jetzt für uns zusammen der letzte Kaltstart vom 718 GT4. Denn morgen, sobald wir losfahren, fährt PPOV die letzten paar hundert Kilometer hiermit. Denn ich wollte das nicht so gerne, oder? Der Trennungsschmerz ist dann immer schlimmer, wenn man frisch gefahren ist. Deswegen machen wir jetzt die letzte kleine Fahrt zur Tankstelle. Einmal voll tanken, dass er ready ist für morgen. Deswegen würde ich sagen, gibt es jetzt nochmal einen schönen Kaltstart. Und genießt einfach diesen Grail Sound. Los geht's. Wir sind gleich da beim Tanken. Und GT4 ist natürlich schon schön warm, denn es ist immer ein ganzes Stück dahin zu kommen. Aber gut, das ist ja kein Problem. Ich genieße es, die letzten paar Meter zu fahren. Und selbst das zeigt einfach wieder, was das für ein geiles Auto ist. Du kannst das Auto einfach so positionieren, egal in welcher Situation, wie du willst. Er wird immer funktionieren, also durchgehend.
Feedback, kann sein, ob das passiert, das weiß ich nicht. Ich habe eine kleine Unterführung. Ja, mal kurz. Sound 1A, wirklich 1A, mega, mega gut. Ich bringe nochmal schnell raus, tank ihn zum letzten Mal voll. Und noch eine Sache möchte ich sagen. Die Person, die dieses Auto als nächstes hat, also die es dann vom Mobilista kauft, bitte, wenn du das Video siehst, benutzt das Auto. Er muss gefahren werden und er will nicht mit 30 rumgerollt werden. Er mag das gerne schon echt manchmal getreten zu werden. Dafür ist er gebaut. Das ist wirklich so eine Sache, wenn ich mitbekomme, dass du das nicht machst, dann hole ich ihn wieder ab. Vollgetankt ist jetzt auch das letzte Mal Kilometerstand zurücksetzen. 711 Kilometer auf einen Tank gefahren mit dem GT4. Das war der letzte Tankstand. Was echt gut ist. Das ist echt gut. Hier steht er jetzt, der wunderschöne GT4. Ja, Sticker, wie ihr sehen könnt, sind auch ab an der Seite. Das Hashtag Save the Manual lasse ich drauf, was cool ist. Und ja, das heißt, wir sehen uns morgen früh und bye bye GT4. Nächsten Tag. Ich habe jetzt wieder den besten Fahrer der Welt, der auf mich aufpasst. Ui. Ein kleines Update von uns, wir sind immer noch on the road. Wetter ist nicht gerade so geil. Der GT4 sieht aber gut aus. Patrick ist auch noch da am Steuer. Wie fährt sich Frankie? Gut. Vor allem jetzt echt geil mit den neuen Bremsen, ne? Also mit den neuen Bremsbelägen. Kann man auch wieder bremsen, was echt angenehm ist. Jo. Aber jetzt machen wir auf jeden Fall eine kleine Pause. PPUV hält an. Das sieht da gut aus. Mal gucken, vielleicht holen wir uns was zu trinken. Das sieht echt ganz vernünftig aus hier. Übrigens, Patrick und ich hatten in Italien... Oh, das können wir auf dem Rückweg machen nächste Woche. Stimmt. Wir hatten die geilste Raststätte ever gefunden. Und das Essen, was die da hatten, alter Verwalter, die war Pizzen da... Waren in schönen Boxen drin. Ja, stimmt, Patrick hat ein Bild von der Box gemacht, weil er das Design so geil fand. Also, das Design war auch, muss man sagen, extrem kreativ, weil da einfach Pizza drauf stand. Ja, aber war schön mit der Schrift und weiß und schwarz. Ja, weiß, schwarz, richtig kreativ, stand Pizza drauf. Aber ja, falls wir da hinfahren, werden wir auf jeden Fall die Location mal reinpacken, weil das war echt eine gute Raststätte. Und falls manche von euch manchmal durch Italien fahren, ihr wisst, Italien und Raststätten ist nicht das einfachste Thema. Oh, hier hat jemand Pfand hingeschmissen. Das räumen wir gleich auf, oder? So, warte. Oh, schön bisschen. Eine Kamera. Oh, ja. Frankie steht gut. War alles gut bei dir, Patrick? Wie war die Fahrt? Gut, angenehm. Sehr schön grün herum. Ja, sehr schön grün. Wir sind jetzt gleich bei A6 Jung. Das heißt, wir müssen mal Hucky the Trucky spotten. Aber für manche von euch, die schon ein bisschen länger da sind, hier haben wir unseren Hucky damals abgeholt. Da, vorne haben wir Hucky abgeholt. Denn Hucky hat jetzt nämlich auch eine Rückfahrkamera, was eine sehr große Hilfe ist. Das heißt, wir sollten den jetzt dann irgendwo sehen. Wahrscheinlich hat PPOV die Rückfahrkamera jetzt einbauen lassen, weil ich jetzt bald am Fahren muss. Deswegen könnte das gut sein. Also wir sind jetzt quasi jetzt hier. Wir haben eine Rückfahrkamera. Ziemlich geil. Aber jetzt kommt erstmal der GT4 rein. Ich kann den Kilometer. Und hier, meine Lieben, sehen wir einen wilden Patrick am Arbeiten, etwas sehr Seltenes. Sieht man sonst nicht allzu gut. Oh, hallo Patrick. Hallo. Hast du Spaß? Jo. Sehr schön. Denn der Patrick, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so praktisch, denn er ist so schön dünn und klein und flink, den kann man immer gut einpacken. Und er kann eben... Hey, was soll das heißen, du schön dünn? Patrick ist dünn. Er ist dünn. Wir sind jetzt angekommen, sind ein sehr komischen Weg gefahren auf jeden Fall. PPOV kommt etwa in so 30, 40 Minuten an, schätze ich mal. Ja, hier holen wir unser neues Auto ab. Beim Auto Center Meschede. Wir haben etwas kleines Schwarzes gekauft, was vielleicht nicht ganz so klein ist. Sollte aber ziemlich geil werden. Bist du gespannt, Patrick? Sehr. Patrick ist sehr gespannt. Und da steht auch ein anderes Auto, was ziemlich cool ist. Ja. Sehr, sehr. Willst du einmal einen Rundgang mitmachen oder musst du die Kamerasachen vorbereiten? Nee, bist auch nicht reingekommen mit. Wow, da läuft er. Da läuft er.
die Umgebung ist super schön. Ja, ist echt wunderschön. Ich habe schon vorhin gesagt, den Weg, den wir gefahren sind, der war sehr speziell. Ja. Tannenbäume ohne Ende. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viele Tannenbäume gesehen. Aber das, was Patrick gerade meinte, ist das Auto, was hier steht. Ja, Godzilla R35 GTR. Ah, Patrick, wir müssen unsere Sache machen. Achso, also, winke, winke. Smile and wave, boys. Winke, winke, sehr cool. Aber egal, da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Eventuell, aber nicht in diesem Video. Ja. Denn hier geht es los. Also, es sind so unfassbar viele Autos hier. Ja. Challengers, Charger. Ich muss sagen, so ein Challenger ist schon echt fett, oder? Mhm. Vielleicht irgendwann mal. Ja, mal schauen. Irgendwann. Aber auch nicht so ein Challenge. Also wenn schon, oder? Ja. Aber auch die Farben. Welchen würdest du nehmen? Von der Reihe, die hier ist, welchen würdest du mitnehmen? Ich glaube, mit den Luft einlassen. Ihn hier direkt? Ja. Ist auch geil. Ich muss sagen, der grüne ist auch fett. Auch cool, aber... Zum Anschauen, nicht zum Haben. Ja. Ach, sagt der Patrick, der schlaue Mann. Dann geht's hier weiter. Hier haben wir so die Family Vans und die Family SUVs. Schon auf VW-Bus, hier Konkurrente von... Konkurrent, come on. Entschuldigung. Gibt's doch gar keine Konkurrenz. Nee, da hast du recht. Mercedes, noch mehr Jeeps. Hier noch Mustang, die ganze Ecke einmal lang. Da kenne ich jemanden, der es da ziemlich geil findet, Mr. Benzin-Junkie. Die Alten sind geil, ja. Richtig geil. Aber sowas ist auch nicht schlecht, solange man noch den V8 bekommt. Ja. Hier noch mehr Mach 1 Mustangs, wie Camaros... Also was die hier an Stock haben, ist unglaublich. Wie wir in meiner Hose hören, ich kriege einen Anruf. Ich muss kurz Pause machen. Weiter geht's. Sorry, dass ich kurz Pause machen musste. Aber auf jeden Fall können wir sehen, hier sind crazy, crazy, crazy geile Autos. Ich würde sagen, wir beenden hier das Video noch nicht. Wir warten noch, bis Haki kommt, denn wir müssen jetzt kurz eine Delivery filmen. Ach so. Ja, wir holen ein Auto ab, Patrick. Ach, ganz komisch, oder? Ich sei den ganzen Weg hier hingefahren, nicht nur um anzugucken. Okay. Müssen ja auch was mitnehmen. Ja. Ne? Also ich würde sagen, wir gehen mal rein und wir sehen uns dann gleich. Ja. Also Mr. Mobile ist das jetzt auch da. Den zeige ich euch gleich bestimmt nochmal. Aber machen wir das letzte Mal Haki mit dem GT4 drin auf. Das war's, aber der GT4 war jetzt eh nur zweimal drin und da hat irgendwer YouTube umgekriegt, was gesehen. Also, falls die Person das sieht. Danke vielleicht, was sagt man da? Ich weiß es nicht. Ah, hier ist ja der schöne. Müssen wir aber nochmal hier Licht anmachen, weil ohne Licht sieht das natürlich nicht halb so gut aus. Das machen wir alles hier unten in der Kontrollzentrale. Und jetzt haben wir Licht. Jetzt kommt er raus. Zum letzten Mal. Kleine Maus. Vom Spritverbrauch her. Ja gut, das ist ja... Was geht? Kleiner Voice-Crack hier. Voice-Crack? Also ihr beiden Süßen nehmt jetzt das Auto mit und auch die Reifen, wie man sehen kann. Ja. Kriegst du das alles hin? Die abgefahrenen Reifen einmal. Guck abgefahren, das sind Semi-Slicks. Sei dankbar, dass du das Auto mitnehmen darfst. Übrigens, geiles T-Shirt. Geht so, ne? Geht so. Okay, jetzt weißt du, jetzt ist es vorbei, ey. Mei, oh mei. Nee, der Alex wird gut aufs Auto aufpassen. Also falls ihr Interesse an dem Auto habt, wann... Dürft ihr den jetzt bei mir kaufen. Ja, dürft ihr bei Alex kaufen. 260.000 Euro. Gehst mal gut mit deinem Auto um, gleich geht die Scheibe hinten raus. Doch kein Auto bei Mobilista kaufen, bitte. Nee, Spaß beiseite, könnt ihr bei Mobilista kaufen. Hier natürlich, ne? Ist auch überall verlinkt. Ja, natürlich. So muss das sein. Grüße gehen raus. Ja, Grüße gehen raus, ne? Also pass gut auf, noch. Magst du die Kamera gerne? Nee, die ist so nah. Warum kommst du so nah? Die ist nicht nah. Was ist los? Das ist, weil du so schöne Haut hast. So, reingehauen. Leute, Mr. Mobilista folgen und natürlich das Setting Crew. Mobilista wird gefolgt. Hier mit diesem geilen Gerät nach Hause, Alter. Viel Spaß, Handschalter, kannst du das überhaupt? Ist das Handschalter? Ja, klar. Hast du nicht nur einen Automatikführerschein, Alex? Ey, Chris, willst du fahren? Was ist diese Fernbedienung da drin? Was ist das für eine... Die ist alles legal, mein Lieber. Hast du mir nicht gesagt, das ist alles original und legal? Du und original? Du kriegst sogar eine original Abgasanlage dazu. Hier kriegst du sogar noch ein zweiter Schlüssel drin. Ja, willst du nicht zwei haben? Doch. Nur mal so kleiner Tipp, ne? Ich weiß, du kennst dich mit Autos nicht so aus. Ja. Nicht einen im Auto lassen, wenn du ihn abschließt. Echt? Ja. Okay, gut. Aber pass drauf auf, okay? Pass drauf auf. Mal gucken, wie viele Telefone da schon im Ich glaube zwei. Endmission in 600 Kilometern, Alter. Das erste, was ich... Und 99 Kilometer Reichweite. Was ist das? Alex, wir sehen uns. Okay. Rein, ne? Fahr vorsichtig. Nicht abwürgen!
Gut klingt, tut er auf jeden Fall. Also, tschüss GT4. Wir haben herausgefunden, dass man hier einfach die Höhe vom LKW einstellen kann. Also vom Shuttle. Pipi, wie macht kurz der LKW an wegen Druckluft? Dann können wir den Shuttle hochfahren. Und das wussten wir einfach nicht. Wir müssen hier blau drücken. Hier ist es eigentlich an. Ah, ich glaube, weil der Strom hinten aus ist. Müssen wir den Strom anmachen? Ja, weil so. Gucken. Nee, muss der Strom anmachen. Achso. Kann man hier zugucken. Sind wir rüber, genau darauf. Und jetzt können wir. Ist falsch. Ah, unten das Menü muss noch weiter rüber. Gehen wir rüber. Nochmal, da. Jetzt genau hoch und runter, ja. Genau, jetzt musst du mit OK, kannst du ihn jetzt hochfahren. Oder ist er noch oben? Nee, oben ist er nicht mehr. Geht hoch. Okay, sehr schön. Wir haben jetzt einen weiteren Tag und wir sehen einen AVG-LKW. Ach, ja. Aber davor, Fuck the truck. Ja, aber ich bin kurz hinter ihm. Einfach schön. Obwohl, fahr mal vorbei, vielleicht hupt er für uns. Ach so, stimmt. Vielleicht kriegen wir das Social hin. Social Media. Social Media. Join our journey. Join the journey. Abonnieren. Ganz genau. Oh, Haki. Ja, Haki Satraki. Mit Pipi. Ja, er hat gewunken, Mr. PPOW. Sehr schön. Er macht sich jetzt mit unserem neuen Kfz auf den Weg Richtung Cave. Und das heißt natürlich, dass wir hiermit das Video beenden werden. Ein bisschen traurig wegen dem GT4, aber trotzdem sehr geil, weil was wir abgeholt haben, ist wirklich mal was komplett anderes. Genau, ein Auto verlässt uns, aber ein neues hat uns gejoint. Eins hat uns gejoint. Ja. Ganz genau, Patrick. Danke, dass du wie immer mit dabei bist. Ne? Immer gerne. Alles super. Von dem her, wir hoffen, dass euch das Video Spaß gemacht hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gerne abonnieren, das Video liken oder eben auch nicht und kommentieren. Das wäre ganz nett. Von dem her, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ade. You can keep your bitter. I'ma make a better way.